Hallo! Ey. Die Packung verdeckt uns die Sicht. Ich wollte euch nur die Verpackung zeigen. Und zwar machen wir heute Glitzy Globes von Frozen. Und zwar der Ballroom, also der Ballsaal von Elsa. Da ist das Ganze. Es sind 6 Figuren dabei. Eine große Schneekugel oder Glitzerkugel und 3 kleine. Ja. Ich zeige euch gleich noch, was alles dabei ist. Ja, und ich fange mal direkt an. Genau, Millet macht die große Kugel, haben wir vereinbart. Da gibt es jetzt die Teile hier. Da kommt dann die große Kuppel hier drauf. Und innen rein kommt dann das noch. Da kann man dann die Figuren draufstecken, beziehungsweise die Throne hier. Thronsessel, Thronstühle, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Und danach kommt dann Wasser rein und die Glitzer. Tablette. So, dann mach erstmal deine Figuren drauf, die du möchtest. Ich mag. Gibt 6 Figuren hier, die ganz kleinen hier. Schwierig zu zeigen. Die sind nämlich so klein. Also sieht man einen kleinen. Genau, da gibt es die 2 Männer hier, die Namen weiß ich nicht. Die Layer auch nicht, fällt uns gerade nicht ein. Dann gibt es den Sven und den Olaf und die Elsa und die Anna. Genau, das braucht Millet dann noch. Das ist die Säule in der Mitte. Die machen wir auch noch drauf. So, und jetzt kannst du deine 3 Figuren aufschieben. Elsa und Anna und Olaf. Ich zeige euch mal, wie weit wir schon sind. Und da macht Millet jetzt die 3 Figuren drauf, die sie sich ausgesucht hat. Genau, die 3 hätte ich mir auch ausgesucht. Die 2 Elsa-Fälle. Genau. Und ich mache eine kleine Kugel. Dann gibt es dieses Mal Elsa. So eine Vorrichtung hier. Und dann kommt hier haben wir schon 2 Glitzy Globe Videos im Kanal drin. Da war das noch anders. Da gab es einfach so eine Plastikschüssel hier, wo man die reingestellt hat. Und jetzt gibt es so eine Vorrichtung, wo man dann den Gummiverschluss okay. Hier gleich mit der Vorrichtung. Also. Drauf eine machen kann, aber das zeige ich euch gleich. Ich lege sie mal jetzt. Ja. So, die Arbeitsschritte sind eigentlich immer gleich. Glitzerpatrone rein oder Glitzertablette. Wasser. Bis zum Rand auffüllen. Ah, jetzt. Schaut mal, da ist innen ein Gummi, dass das Wasser nicht rausläuft. Okay, jetzt da sind jetzt so Figuren drin und die Glitzerpatrone. Und Millet füllt jetzt dann die ganze Kugel hier mit Wasser auf. Die Flasche wird 2 oder 3 Mal leer werden. So, und ich nehme jetzt den. Zu da oben. Das läuft aus, guck. An der Flasche ist es bloß. Ich nehme jetzt den. Wie heißt der wieder? Sven. Der kommt dann hier auf den Gummi. Und so dann in die Kugel rein. Okay, nochmal befüllen. Wo ist das Wasser? Probieren wir das mal mit der Vorrichtung. Stopp, aber wir brauchen wieder Wasser. Tada! Hat gut funktioniert. Wir brauchen der Verschluss wieder Wasser. Ist gleichmäßig drauf. Und jetzt müssen wir halt noch warten hier, bis sich die Patrone auflöst. Hier war noch die Gummi in den So, Wasser brauchst du. So, jetzt haben wir hier eine Sauerei gemacht. So, und jetzt kann man die fertigen Schneekugeln dann noch in so ein Behältnis reinstecken. Nehmen wir mal ein weißes, weil ich habe einen weißen Gummi oben genommen. Ich brauche nochmal. Nochmal! So schnell kann ich ja gar nicht arbeiten hier. Komm, ein bisschen kannst du da noch. So, die Luftblase ist typisch, die gehört da eigentlich rein. So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Da ist er drin. Unser Sven. Ah, ich krieg's nicht auf, das machst du seine Kraft. Ui, die löst sich schon toll auf, die Glitzerpatrone hier. So, okay. Dann füll mal weiter, dann mache ich noch eine 2. Kugel. Mit dem Prinzen hier. Hey, das schütte ich alles nebenhin.
Aber guck mal. Aber guck mal. Das geht von der Flasche. Du drückst so fest. Ey, wo? So, Glitzerpatrone rein. Milay braucht noch mal Wasser. Jetzt haben wir hier eine riesen Pfütze auf dem Tisch. Drück mal nicht so fest, die Flasche, dann geht auch nicht so viel nebenhin. Bis oben rauskommt. Stopp, stopp, stopp. Hä? So, jetzt mache ich zu. Das geht nämlich nicht so einfach, glaube ich. Du drückst den Teil. Ich habe es schon befürchtet. Jetzt ist sie zu. Oh, guck mal. So sieht die Kugel jetzt aus. Voller Glitzer. Wie sieht ihr es? Da schneit es aber richtig kräftig da drin. Tada, da ist der Olaf und so. Da ist die Anna. Und wenn man da umdreht, dann wirbelt es den Schnee auf, gell? Dann dreht sich der. Ja, und wie macht man das? Hä? So, ich mache jetzt noch eine kleine Kugel. Das tut man. Das tun wir jetzt einfach da rein. Prinzen da. Papa tut mir das jetzt einfach da reinschmeißen. So. Den nicht. Da draufstecken muss man den. Und jetzt kannst du zumachen. Ja, fest hier drauf drücken. Fest. So. Aufmachen. Kugel fertig. Hä, man belüftet sich das nie auf? Ja, das dauert ein bisschen. Und dann kommt der da rein noch. Ah. Oh. Und den nächsten mache ich. Genau, den kannst du noch alleine machen. So, das, oh, der löst sich auch schon langsam auf hier. Papa. So sieht es dann aus. Wenn man schüttelt, dann schneit es da drin. Okay, Papa, und was kommt da jetzt? So, was hast du jetzt da gemacht? Eingefüllt. In was? Du dumme Lady, es kommt doch da rein. Ich hab's nicht gewusst. Das kommt da rein. Ach so, toll. So, da reinfüllen, natürlich. Aber jetzt ist wahrscheinlich die Flasche leer. Habe Flasche leer. So, dann füll mal auf deine Kugel. Bisschen noch vielleicht. Okay, sonst hast du eine zu große Luftblase drin. Das eine kleine Tablette noch. Sonst hast du eine Schneekugel ohne Schnee. Ah, okay, du kommst rein, da rein. Mhm. Bleibt noch eine übrig, eine große, eine kleine. Genau. So. Tada! Und dann kannst du noch da reinstecken. Ich tue jetzt mal noch. Da gibt es dann noch so Stäbe dazu. Hä? Warum? Ui, ja, da hat der viel Schnee drin. Sieht man ja die Figur bald nicht mehr dann. Ja, und dann kann man die jetzt entweder hier drauf stecken. Genau, die kann man so drehen ein bisschen und dann bleiben die stecken. Ah, genau. Oder da hinten dann auf diesen zwei Stäben hier kann man die dann da hinten reinstecken. Wo ist der? Es haben theoretisch noch 6 Figuren Platz. Da zwei und hinten zwei. Ach, sogar hier nochmal ein Stab. Dann sind es 7 Figuren hätten noch Platz. Ich weiß gar nicht, ob es die einzelnen auch gibt. Aber auf jeden Fall ein cooles Set. Macht auch Spaß. Man kann das, solange man noch so Glitzerpulver hat, natürlich beliebig oft befüllen auch. Also einfach unten den Gummistöpsel rausziehen wieder, neu befüllen, Figur wechseln. Da das eine Patrone zum Teil finde ich sowieso ein bisschen zu viel Schnee ist, würde auch eine halbe reichen. Dann kann man es 2-3 Mal wechseln.
Ja, so schaut das Ganze aus. Macht richtig Spaß zu machen, muss ich sagen. Ist auch nicht schwer. Mal was anderes. Ja. Selbstgemachte Schneekugeln. Und wenn man ganzes dreht, kommt dann wieder ein Skizze raus. Meine ja. Lieben, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Die zwei Glitzy-Globe-Videos, die wir schon gemacht haben, werde ich euch dort an der Seite verlinken. Und bitte abonnieren. Sonst freuen wir uns über jedes Abo und Daumen hoch natürlich. Tschüss. Tschüss. Ja, was für dich? Mach mal aus. Mach, komm. Ich weiß, was meine Tochter jetzt machen will. Bitte. Dazu kenne ich dich zu gut.